Wir als Muslime, wir glauben ganz deutlich, dass der Islam der wahre Weg zu Gott ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von dem niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das heißt, zu den Bewohnern des Höllenfeuers. Und wir wissen genau, dass der Islam keine neue Religion ist, sondern dass dies die Lebensweise ist, dass dies die Religion ist von allen anerkannten Propheten des allmächtigen Gottes. Allah sagt im Koran in Sure 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا عَنْ يُبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ تَغُوتِ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, damit sie den Menschen lehren, dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Dies ist die Botschaft von Jesus, von Isa a.s., dies ist die Botschaft von Musa, dies ist die Botschaft von Ibrahim. Also ist der Islam nichts Neues. Aber es ist die Wiedererscheinung in der puren Form. Denn viele Menschen, die haben ihre Religion verändert, haben auf einmal einen Menschen angebetet, einen Baum angebetet, den Stein angebetet oder sich viele Götter gemacht, anstatt den einen wahren Gott anzubeten. Wenn wir sagen, wir sind Muslime, wenn wir sagen, wir sind Muslime, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dann ist dies nicht ein Bekenntnis, das einfach von der Lippe kommt. So wie jemand sagt, ja, mein Name ist Thomas, ja, hallo Thomas. Ja, du bist auch Thomas, wenn du dich nicht verhältst wie Thomas, bist du trotzdem Thomas, weil es gibt kein Verhalten für Thomas, wie sich Thomas verhalten muss. Aber wenn du sagst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, das Wort, der Satz, der dich vor der Hölle rettet, der dich irgendwann mit Garantie da rausbringen wird, wenn er vom reinen Herzen kommt, wenn er mit Sidq, mit Wahrhaftigkeit kommt, ja, dieses Wort, dieser Satz, dieses Glaubensbekenntnis, das muss zu etwas führen. Wenn du wahrhaftig diese Sache von deinem Herzen sagst, dann muss dies zu etwas führen. Wenn jemand sagt, er liebt seine Frau, dann muss das zu irgendwas führen. Jemand sagt, er hat sich in ein Mädchen verliebt, muss da etwas führen. Er will sie heiraten oder so. Und wenn er dann sieht, die ist schon verheiratet, dann ist er traurig. Weil das kommt vom Herzen. Er will sie vom Herzen heiraten. Aber wenn du, subhanallah, wirklich diese Sache verstanden hast und weißt, was das heißt, dann muss es zu was führen. La ilaha illallah, niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad ist der Gesandte Allahs. Derjenige, der uns den Weg zeigt. Derjenige, der uns zeigt, wie wir Allah anbeten. Derjenige, der uns zeigt, was verboten und was erlaubt ist. Und du weißt, wie du ins Paradies kommst? So wie Allah sagt, وَمَنْ يُعْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزٍ عَظِيمًا. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Aber man braucht vier Eigenschaften, um wirklich zu denen zu gehören, die sagen, ich bin jemand von dieser Umma. Vier Eigenschaften. Erstens, und die Sure kennt fast jeder, dieses Kapitel im Koran, Wal Asr, beim Nachmittag. Innal insana lafi khusr. Der Mensch ist im Verlust, verloren, Hölle. Der Mensch, die Gattung Mensch. Außer, jetzt kommen die vier Eigenschaften, die vier Beschreibungen. Illa ladina amanu, außer diejenigen, die glauben. Woran? An alle Propheten, an die Bücher, an Allah subhanahu wa ta'ala, an den jüngsten Tag, an die Vorherbestimmung, an die Engel. Okay, wir glauben, wir glauben. Zweite Sache, wa'amilu salihati, und gute Werke verrichten. Das Gebet, Zakat, die anderen Dinge, die dazugehören. Wie man den Nachbarn behandelt. Diese ganzen Dinge, tausende Dinge gibt es. Natürlich schafft nicht jeder alles 100%, aber man muss sich Mühe geben. Dritte Sache, das ist etwas, Brüder, was mir sehr am Herzen liegt und was mir wirklich so schmerzt. Und sich das Recht, die Wahrheit ans Herz binden. Sich gegenseitig zur Wahrheit auffordern. Und was ist die Wahrheit? Dies bedeutet der Aufruf zu den ersten zwei Dingen. Zum Iman, zum Glauben und zu den guten Taten. Und viertens, dass du Sabr hast bei dieser Sache.
Weil es gibt manche Leute, die fangen vielleicht einen Tag an, am nächsten Tag sind sie wieder, oh ja, ich kann nicht mehr, gute Zeiten, schlechte Zeiten verpasst. Ja? Hier, so geht's nicht. Und hier kommt eine Beschreibung, die Allah im Koran nennt. Wallahi, achi, und ich frage dich, gehörst du zu diesen Leuten? Allah sagt im Koran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Er sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, Allah sagt das, ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgebracht wurde. Warum? Warum? Weil wir an Allah glauben, weil wir beten, weil wir fasten, haben andere auch schon gemacht. Warum, Achim? Weil ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Verwerfliche. Und was sagt er danach? Und ihr glaubt an Allah. Aber zuerst sagt er, ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Jetzt frage ich jeden, der hier sitzt. Braucht sich keiner zu melden? Er soll sich das selber beantworten. Wenn du zu dieser Umma gehörst, wann hast du das letzte Mal das Gute geboten, das Schlechte verboten? Was heißt es, das Gute gebieten? Das heißt, alles zu dem aufrufen, was Allah liebt und ihm wohlgefällig ist. An erster Stelle der Islam, diese Religion. Wem hast du von dieser Religion erzählt? Wem hast du erzählt von deinen Freunden? Hier, du hast eine Freundin oder einen Freund, je nachdem. Also das Mädchen hat einen Freund. Wollen wir nicht hoffen, dass der Junge einen Freund hat. Also in dem Sinn. Jedenfalls, ich meine, im Prinzip ist beides haram. Ja, hast du ihm gesagt, guck mal Bruder, das ist haram, diese Sache. Hast du ihn darauf aufmerksam gemacht? Subhanallah, von wegen, die meisten sagen, boah, mashallah, du bist ein cooler Typ. Das ist das Problem, Achim. Das heißt, du kannst gar nicht sagen, dass du wahrhaftig zu dieser Umma gehörst, die Allah lobt.